Im heutigen Video werden wir wieder einen Account von einem Abonnenten verbessern. Wir schauen auf die Uhr und es ist Zeit, FC Points aufzuladen. Wir werden die besten Shop-Hacks öffnen. Wir werden natürlich auch SBCs abschließen und die Weekend League zocken. Und das alles auf dem Account von Damien, denn Damien ist heute am Start. Und ich sehe gerade, Damien hat 29.000 Münzen auf dem Konto. Aber 25 FC Points, das heißt, der Mann hat schon mal aufgeladen. Du kleiner Schlingel, Damien. Wenn ihr wollt, dass ich auch euren Account verbessern, Freunde, dann lasst einen Daumen nach oben auf diesem Video da. Lasst versuchen, 6.000 Likes zu schaffen. Serie A Tots ist am Start. Es gibt krasse Spieler. Rafael Leao, Theo Hernandez und. Und abonniert auch kostenlos den Kanal, denn ich verbessere nur Accounts von Abonnenten, ist ja klar. Und wir schauen uns direkt das Team von Damien an. Er hat R9! Er hat R9! R9 Totti-Icon! Erstbesitzer, untauschbar. 951 Spiele, 1051 Tore, 412 Torvorlagen. Was passiert hier? Er hat Kai Havertz in Rot. Leroy Sané, da gibt es auf jeden Fall bessere Spieler. Capoue ist okay. Gündogan, Evolution. Korea Flashback. Alexander Alex? Junge, dann hat er hier Yashin. Okay, 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 das Team ist cool. Auf der Bank so viele Icons, aber alles Leih-Icons wahrscheinlich. Joa, und die sind alle schon abgelaufen. Joa, der Mann mag Leihspieler. Schauen wir nochmal kurz in den Verein, was dann noch so am Start ist. Eigentlich nicht schlecht, das Team. Okay, ganz viele Leihspieler, die abgelaufen sind. Noch mehr Leihspieler, die abgelaufen sind. Ich glaube, mehr befindet sich nicht im Verein. Also kein Futter und nichts wird dort am Start sein. Doch, ein paar 85er und ein paar 84er Karten. Immerhin besser als nichts. Damit kann ich arbeiten. Aber das Team ist, glaube ich, mittlerweile das beste Team, was ich bisher bei einem Zuschauer gesehen habe. Trotzdem, Rechtsverteidiger brauchen wir einen neuen. Innenverteidiger brauchen wir, glaube ich, auch einen neuen. Und ja, hier die Flügelposition, die kann man auch noch austauschen. Ich habe gesehen, dass ein neues Icon-Pick rausgekommen ist. Ona Battle, 3 von 6 abgeschlossen. Interessant. Renato Sanchez ist noch nicht abgeschlossen. Vielleicht machen wir den. Sehr krasser ZM. Aber hier, Freunde, 89 plus Zugabe Icon-Pick. Zweimal wiederholbar. Totti-Icons, Future-Star-Icons oder Foot-Birthday-Icons. Endlich keine Winter-Wildcard-Icons mehr. Direkt Favorit. Und dann schauen wir direkt mal in die Promo-Packs rein. Was gibt es heute für Packs? Natürlich 750k Packs, 650k Packs, 600k Packs. Wir gucken gar nicht länger. Wir laden direkt auf. Auf mein Nacken natürlich wieder. So, 12.000 FC Points sind schon mal drauf. Aber ich sag euch offen und ehrlich, Damien hat schon ein krasses Team. Wir machen das Team aber noch krasser. Was ist das für ein Pack? Zwei garantierte Serie A Tot Spieler. Gehen wir rein. 550k Pack. Wir starten rein. 2500 FC Points. Team of the Season garantiert drinne. Bremer. Bremer als Innenverteidiger, damit haben wir schon mal einen besseren Innenverteidiger. Das ist schon mal sehr gut und hinter Bremer ist Jan Sommer, 95 rated. Ich glaube, das ist SBC-Futter. Mit Jan Sommer kann man auf jeden Fall eine saftige SBC abschließen. Bremer kommt aber, glaube ich, ins Team. Was ist der Wert? 70k nur. Krass, was mit den Preisen ist, ne? Diese Top-Spieler, die kosten immer alle extrem, extrem viel. Und diese Spieler, die so ein bisschen cool sind, aber nicht jetzt top, die sind richtig günstig. Das ist komplett komisch. Und Freunde, wenn ihr wollt, dass ich das nächste Mal euren Account verbessere, folgt mir auf Instagram. Ich heiße Tim_Wakes. Like meine Bilder, kommentiert meine Bilder und schickt mir eine nette Nachricht. Und dann seid ihr vielleicht als nächstes dran. Und das andere 550k-Pack machen wir auch noch. Schnelle Welle auf. Nochmal 2500 FC Points, dann sind schon mal 50 Mücken weg. Das ging schnell. Oh! Di Marco! Warte mal! Di Marco! Und dahinter ist wieder mindestens ein 93er. Oh. Oh. Oh, wer bist du? Wer bist du? Pellegrini! Beinahe mein 93er Rating. Di Marco und Pellegrini. Wer ist noch drin? Wendell. Stimmt, man kann jetzt auch Neymar Tot ziehen. Neymar Tots ist jetzt rausgekommen und ich glaube, der kostet irgendwie 13 Millionen oder so. Was kostet Pellegrini? 80k. Was kostet Di Marco? 100k. Egal, ein bisschen Auswahl haben wir hier und Bremer als Duplikat. Okay, jetzt werden wir die erste SBC machen mit Bremer, Lewandowski, Kanté, Alexander Alex und so weiter und so fort. Mal schauen, wo wir reingehen. Okay, schauen wir mal in Verein, was wir so gezogen haben bisher. Wir haben Pellegrini sehr stark. Wir haben Di Marco sehr stark. Bremer, Wendell hat halt auch eine sehr krasse Karte. Da habe ich schon seinen Preis gecheckt. Ich glaube, der war jetzt nicht so teuer, ne? Aber die Karte sieht mächtig aus. Ja, kann der auch Rechtsverteidiger leider nicht. Aber Bremer würde ich schon mal reinstellen. Genauso wie Di Marco. Ich glaube, Di Marco ist besser als diese Evolution von Mondi. Die hat nur 89 Tempo. Ja, das ist Di Marco garantiert besser. Und theoretisch könnte man jetzt hier auch noch Pellegrini reintun. So nämlich. Und dann haben wir hier ein paar Super-Subs.
So, sieht doch gut aus. Ich weiß nicht warum, aber diese 550k-Packs haben sich resettet. Davon haben wir nochmal 2 Stück bekommen. Es gibt jetzt aber auch diese 650k-Packs. 4000 FC-Points pro Pack. 20 86-Plus-Spieler. 3 davon garantiert Serie A-Tots. Und dann einer davon garantiert mit 92-Plus gegen Rhein. 4000 FC-Points, Freunde. So teuer. Di Marco als erster Spieler. 93-Plus ist auch der dahinter. 93-Plus ist auch der dahinter. Jetzt Rafael Leão. Jetzt Theo Hernandez. Jetzt. Wer ist das? Giroud. Giroud mit einer 96er Bewertung. Costa Quanta Giroud. Costa Quanta, Freunde. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, er ist teuer. Ich glaube, er ist gut. Giroud mit einem 96er Rating und er ist über 500.000 Coins wert. Und da packen wir doch direkt Packluck aus. Und damit können wir doch direkt arbeiten. Jetzt kann ich Kai Havertz ein bisschen nach hinten ziehen und Giroud in den Sturm stellen. Besser geht's doch gar nicht. Und hab dann noch Di Marco und Puertas und De Bruyne und so für weitere SPCs. Ich glaube, wir machen jetzt Icon Pick ready. Ja, voll, Freunde. Wichtig und richtig. Bro, das war gerade geisteskrank stark. Das war gerade völlig stark. Giroud, Junge. Dann haben wir noch einen Verteidiger. Hier noch einen Verteidiger. Der Rest ist egal, aber der Bruder kommt safe hier rein. Boah, ich weiß nicht, ob ich Kai Havertz sogar vielleicht LV zocken soll und dann die Marco oder so rausstellen soll. Ich glaube, ich mache das lieber so. Ich fühle Kai Havertz als LV. Ja, doch, ich mache das, glaube ich, lieber so. Der kann leider nicht Rechtsverteidiger, ne, aber Innenverteidiger. Vielleicht sogar hier als Innenverteidiger reinstellen. Und dann auf die linke Seite. Vielleicht so. Und damit ist Icon Pick Nummer 1 ready. Es gibt ja noch ein Icon Pick. Wir schauen uns aber erstmal an, wie dieser hier wird. Sehr, sehr, sehr gespannt bin ich. Sehr, sehr, sehr gespannt bin ich. Wer kann sich erinnern, was die letzten Male passiert ist? Es ist sehr viel passiert. Wir hatten sehr oft Packluck. Mal schauen, ob wir wieder Packluck haben werden. Und wir haben Philipp Lahm, Van der Sar. Boah, Van der Sar ist ein unfassbar guter Keeper. Wenn nicht sogar der beste Keeper im Spiel für mich in der Version. Aber Philipp Lahm, Totti-Icon auch verrückt. Was nehme ich mit? Also die kosten auch beide ungefähr gleich viel. Lahm 350k und Van der Sar etwas mehr. 360, 370k. Aber ich glaube, Lahm hat zu wenig Tempo mit 91. Doch, ich nehme Lahm mit. Ich nehme Lahm mit. Philipp Lahm, deutsche Legende. Wir nehmen ihn mit. Ich glaube, er ist super. Er ist super, ihn zu haben, ist nicht schlecht. Wobei wir auch eigentlich Van der Sar hätten mitnehmen können. Egal, Philipp Lahm ist jetzt mitgenommen. Zack, wir tun ihn hier rein. Rechtsverteidigerposition ist jetzt auch besetzt. Gefällt mir. Wen hättet ihr mitgenommen? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich mache jetzt nochmal so ein 550k-Pack auf. Die waren eigentlich nicht schlecht. Ich fand die eigentlich sogar sehr gut. Amerika, Amerika. Hä? Sind nicht garantiert 2 Serie A-Tots drin oder stand da nur garantiert 2 Tots? Girma? Wer ist denn Girma? Ich habe sie noch nie gesehen. 94er Rating. Und Gordon. Gordon und Girma. Doppel-G. Nicht Doppel-C, sondern Doppel-G. Okay, dann haben wir jetzt auch noch anstatt Kobel wieder Sommer am Start. Ich glaube, yo, 10 Tots wieder in einem Pack oder so. Junge, 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 das ist zu krass, ne? Das ist wirklich zu krass. Lass mal ganz kurz schauen, wie in der Weekend League steht. Das habe ich voll vergessen zu prüfen. Damien, sag mir jetzt nicht, du hast schon gefailt. Sag mir jetzt nicht, du hast schon gefailt in der Weekend League. Und es steht noch 0-0. 20 übrige Partien. Okay, wir können alle 20 Games noch spielen. Falls der Mann Philipp Lahm nicht mag, mache ich jetzt noch Ona Battle fertig. Die könnte man auch sonst als Linksverteidiger spielen. Ich habe jetzt schon alle SBCs fertig, außer diese 86er. Und die mache ich jetzt auch noch. Gesagt, getan, Ona Battle ist am Start. Sie hat eine sehr krasse Karte, ne? Also da braucht man sich nicht streiten. Ich glaube sogar, dass sie besser ist als Philipp Lahm in-game. Beide sind ja gleich groß ungefähr. Was? Ich glaube, es wäre besser gewesen, hätte ich Van der Sar mitgenommen jetzt im Nachhinein. Weil Ona Battle, sie ist schon cool. Sie ist schon sehr cool. Sie ist schon sehr cool. Vor allem mit ihrem Playstyle Plus, ne? Weiter Pass liebe ich ja. Abdrängen, dann noch schneller Schritt, ist schon sehr geil. Egal, immer ein bisschen Auswahl zu haben, schadet nicht. Ich sag ehrlich, ein bisschen Auswahl zu haben, schadet nie. So, Ona Battle kann rein. Dann tue ich auch noch Jan Sommer rein. Girma habe ich noch gar nicht abgecheckt, was die kostet, oder? 94er Girma kostet auch gar nichts. Mit einem 94er Rating 40k Hilfe. Okay, Freunde, es wird Zeit, dass wir nochmal aufladen. Auf Correctness gibt es nochmal einen 100er. So, und die nächsten 12.000 FIFA Points sind auf meinen Nacken drauf. Ich will jetzt direkt dieses 650k-Pack nochmal öffnen. Es ist zu krass, dieses 650k-Pack. Wer ist das?
Italien, Roma FC, das ist natürlich Pellegrini, den hatten wir schon. Aber das Wichtige ist, was sich dahinter versteckt. Bitte kein Jan Sommer. Bitte, wer ist das? Oh mein Gott! Ferguson, wer bist du denn, Bro? Nichts wert. 93er Ferguson und 92er Rabiot noch dahinter. Rabiot! Bruder, die sind alle gar nichts wert, ne? So gut, dass wir vorhin schon Dings gezogen haben, ey. Giroud. Hätten wir nicht Giroud gezogen, wären die Packs bisher jetzt echt nicht so geil gewesen. Naja, hier ist wieder sehr viel Futter am Start. Sollen wir nochmal Iconpick machen? Nochmal unser Glück Iconpick probieren? Vielleicht ja. Was gibt's denn noch sonst so für Profis, die man abschließen könnte? Die verbessern uns halt alle gerade gar nicht. Selbst Renato Sanchez nicht unbedingt. Deswegen glaube ich, gehen wir ehrlich aufs Iconpick, oder? Ja, wir müssen aufs Iconpick gehen. Oder Luke Man noch mitnehmen. Nee, der Leverkusen zerstört, den will ich nicht. Nochmal Iconpick machen. Ja, ich liebe einfach Iconpicks. Es ist einfach wahr, ich liebe einfach Iconpicks. Und wir haben wieder 89 plus Iconpick am Start. Nur Totti Icons, Future Star Icons oder Footburster Icons. Ohne viel reden, wir gehen rein. Ich hätte ein Afro-Pack machen sollen. Ich habe es selbst gemerkt. Ich hätte ein Afro-Pack machen sollen. Mein Fehler. Sorry, Damien. Ich habe ein Afro-Pack vergessen. Aber soll ich euch mal was zeigen? Diese Rooney-Karte ist sogar richtig gut. Also selbst ohne Afro-Pack haben wir einen richtig guten Spieler gezogen. Man denkt Rooney, aber mit 94 Tempo, 92 Schießen ist der richtig stark. Das Ding ist halt, dass er nur ein Playstyle Plus hat und das ist Crivella. Das fühle ich halt nicht so. Aber ansonsten ist die Karte ehrlich sehr gut. Und genau aus diesem Grund kommt Rooney natürlich auch hier auf die Bank. Sollen wir Ferguson, Rabiot auch rauf tun? Ja, ne? Ja, doch, die kommen alle drei auf die Bank. So, sieht schön aus. Ich tue jetzt auch mal Sommer rein, weil der mehr Chemie hat als Kobel. Und ohne Battle, ist jetzt die Frage, ne? Die bleibt erstmal Super Sub auf der Bank. Die 750k-Packs lohnen sich halt nicht, Freunde, weil da nur zwei Tots-Spieler drin sind, aber aus allen Ligen. Das ist nicht so geil. Ich glaube, ich ziehe lieber die 550k-Packs. Und dann vielleicht noch ein paar Lightning-Round-Packs oder so. Lohnt sich, glaube ich, echt viel mehr. Bremer wird wieder angezeigt. Dreh dich, Bremer. Los! Wer versteckt sich hinter Bremer? Wir haben es eben schon einmal gesehen, da kam plötzlich Giroud. Jetzt kommt Pellegrini mal wieder. Es sind immer dieselben. Wetten, dass dieser Puerta drin oder wie der heißt bei den Duplikaten hinten? Wetten, er ist noch da drin? Er ist nicht drin, was eine Überraschung. Okay, wen hatten wir denn hier noch? Vlahovic, Nanasi und Steffen mit 99 Tempo. Hilfe. Also der ist schnell, der ist sehr, sehr schnell. Krank. Ich weiß nicht, was für ein Pack ich hier gemacht habe, aber irgendein 7x83 Plus Pack, wo irgendwelche Buchstaben drin sind. SA und NSWL. Ja, Damien hat irgendwelche Bronze Packs hier im Shop. Keine Ahnung, warum er die nie geöffnet hat. Komm, wir ziehen zwei von diesen 400k Packs und dann nochmal zwei Lightning Round Packs. Tots Moments hatten wir heute noch nicht einmal. Hä? Von Ajax, ich weiß nicht, wer das ist. Ich habe keine Ahnung. Brobby. Und Rabiot. Okay. Brobby und Rabiot. Brobby hatten wir heute noch gar nicht, ne? Ajax-Stürmer. Ich dachte gerade, der kostet 300k. Ich habe mich schon erschrocken. Aber nee, kostet er nicht. Dafür machen wir den Verein jetzt nochmal voll mit SBC-Futter. Noch ein 400k-Pack. So. Wieder Tots Moments. Diesmal war Portugal. Nee, warte, das ist Ruben Dias. Das ist Ruben Dias. Ich lasse mich nicht verarschen, ey. Also noch keiner und Smalling. Okay. Oh, was haben wir denn hier? Portugal. ZM! Rom! Was passiert hier? Renato Sanchez abgeschlossen mit dem Krückstock. Mit dem Krückstock kommt er da rausgelaufen. Er hat so eine geile Karte, ne? Alter, auch mit weiter Pass, mit Abdreck und mit Technik Plus. Ja, wenn wir schon so viel Futter im Verein haben, müssen wir ihn auch mitnehmen. Die ganzen Spieler habe ich eben doppelt abgegeben, deswegen sind die nicht mehr im Team. Mal gucken, was hier noch alles chillt. Steffen, Nancy, Vlahovic, De Bruyne. Auf der nächsten Seite chillen auch wieder Spieler. Und hier chillen jetzt einige Spieler auf der Bank. So, Renato kommt rein. Oh, sieht doch nicht schlecht aus, das Team hier. Mit Giroud, Renato, Di Marco, Sommer. Freunde, ich habe gerade gesehen, es gibt immer noch dieses Lightning Round Pack, dieses 300k-Pack, wo vier garantierte 87er drin sind, tradable. Wir probieren mal ein bisschen unser Glück aus. Vielleicht ziehen wir ja irgendeinen Tot, der viel wert ist, womit wir dann viele Coins machen. Im ersten Pack leider nur Kane, aber ich verkaufe die Spieler kurz, damit machen wir auch ein bisschen Coins. Okay, komm, nochmal unser Glück probieren. Ein Tots, komm schon, tradable. Ja, der ist tradable. Jetzt ein richtig guter. Warte mal. Nee, okay, De Bruyne. Ich wollte gerade sagen, wer ist Belgier? De Bruyne und Williams.
Egal, wir machen ein paar Coins. Damit kann man sich auf jeden Fall auch nochmal einen Spieler kaufen. Ich verkaufe kurz alles. So, die Coins rattern nach oben. Es ist noch nicht mal alles verkauft. Wir haben schon 116k. Ich denke, auf knapp 200k werden wir kommen. Und das Team sieht jetzt mittlerweile schon so aus. Plus, wir machen gleich noch die Weekend League fertig. Ich würde sagen, wir bauen das Team jetzt einmal so auf, wie ich spielen würde. Wir brauchen auf jeden Fall einen Serie A Manager. Denn mit einem Serie A Manager sind wir, glaube ich, auf 33 Chemie. Ne, 32. Wäre es nicht full. So, wenn wir dem jetzt noch Serie A geben, dann sind aber alle full. Dann haben wir, glaube ich, 33 von 33 Chemie. Ja, Mann. So gefällt mir das Team doch. Hardcore. Bro, und damit rasieren wir jetzt die Weekend League. Und wir haben noch krasse Subs. Ich mache das mal ein bisschen anders hier. Der Mann muss auf jeden Fall noch mit auf die Bank für Kobel. Boah, wir sehen uns wieder, wenn wir ein paar Weekend League Games gespielt haben oder sogar schon die Rewards abgeholt haben. Bis gleich. Eine Ewigkeit später. Freunde, wir sind fertig mit der Weekend League. Ich habe gerade mein letztes Spiel 5-1 gewonnen, beziehungsweise ich habe noch ein paar Spiele offen, aber die verschenke ich jetzt. Gegen Boomer haben wir 5-1 gewonnen. Ich sag euch ehrlich, offen und ehrlich, warte mal, hier kann man es bestimmt auch wieder sehen. Giroud, ne? Absolutes Monster. Ich mache alle Tore mit Giroud. Und das Witzige an der ganzen Sache ist, Freunde, ich habe mir die Weekend League mit Damien zusammen aufgeteilt, weil er hat gesagt, ey Bro, darf ich bitte mit dem neuen Team ein bisschen zocken? Ich will das testen. Habe ich gesagt, ja gut, dann mach, wenn du willst. Dann hat er ein paar Spiele gemacht. Und wo er dann ein paar Spiele gemacht hat, hat der Roadman noch abgeschlossen. Er meinte, Korea war gar nicht geil und er wollte unbedingt Roadman haben und er hat SBC-Futter gesehen. Deswegen hat der Roadman dann gemacht und deswegen haben wir mit 25 Chemie die Weekend League gespielt. Haben trotzdem ein gutes Ergebnis geholt. Ich verschenke jetzt kurz noch die Spiele. Ganz wichtig, immer Eigentor machen, Freunde. So, wir lassen ihn durchlaufen. Er schießt daneben, Freunde. Eigentlich bei sowas muss man bestrafen und dann ehrlich bei 0-0 quitten. Aber nein, das mache ich natürlich nicht. Und damit ist die Weekend League durch. Wir kriegen unsere Red Picks. Und jetzt noch was Geiles ziehen. Das wäre zu geil, Mann. Come on, Freunde. Was kriegen wir? 2 Red Picks. 2x 85 plus Pack, 50k Pack, 125k Pack und noch ein paar Münzen. Martinez ist immer noch 2 Millionen Coins wert. Rafael Leao 2,5 Millionen Coins. Dybala 2 Millionen. Giroud 600k, den haben wir schon gezogen. Theo Hernandez knapp 3 Millionen. Bastoni 1,2 Millionen. Pulisic, es gibt echt teure Spieler. Und wir gehen rein in Pick Numero Uno. Bro. Pick Nummer 1 komplett Müll. Hoffentlich wird Pick Nummer 2 besser. Damien meinte auch gerade schon, bitte Wake, schick mir danach direkt die Picks, die wir gezogen haben. Mach ich, Damien, keine Sorge. Der Mann ist so nervös, der ist so aufgeregt, der freut sich so krass, dass ich hier seinen Account verbessere. Und das kann diesmal auch euer Account sein. Wie gesagt, einfach Daumen hoch da lassen, Kanal abonnieren, Insta-Follow. Und wir gehen rein, Freunde, in Pick Nummer 2. Bitte noch was Besseres als Sommer. Bitte noch was Besseres als Sommer. Bitte noch was Besseres als Sommer. Rabiot, Benacer. Yeah. Okay, interessant. Dann schicke ich Ihnen jetzt mal ein Bild von den Picks. Ultimatives Pack ist ein 125k Pack, kein Tots. Ey, Bruder, diese 125k Packs und 100k Packs und so, ne? Ich check das auch mittlerweile nicht mehr. 2x85 plus Pack, auch kein Tots. Jawoll. Dann haben wir noch das 50k Pack. Bruder, auch nichts. Jetzt kommt nochmal das ultimative Pack. Das andere war eben kein Weekend League Rewards Pack, sondern, glaube ich, ein SBC Pack oder so. Und hier aus dem Weekend League Pack ziehen wir sogar einen Tots. Dass ich das mal wieder erlebe, ist verrückt. Und das ist Coffee. Jo, magst du deinen Coffee schwarz? Nee, weiß. Okay, dann halt mit Milch. Coffee. Mögt ihr eigentlich Kaffee, Freunde? Ich sag ehrlich, so schwarzer Kaffee geht bei mir gar nicht. Wenn ich Kaffee trinke, dann so Latte Macchiato oder Cappuccino oder so. Okay, Freunde, krass. Weekend League Rewards haben leider nicht so gegönnt. Dafür aber hier die Packs mit Giroud. Der Mann hat 20 Spiele gespielt, 25 Tore und 8 Torvorlagen. Also dieser Typ ist komplett crazy. Wen ich euch gar nicht empfehlen kann, ist einmal Leroy Sané und Bremer. Bremer war meiner Meinung nach so schlecht. Ne, der war immer out of position. Holt ihn euch bitte nicht und lasst ein Like da. Lasst ein Abo da, Freunde. Das war's von diesem Account-Verbesserungsvideo. Haut rein. Peace.